Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. In der letzten Folge. Was haben wir denn in der letzten Folge gemacht? Außer die Alte da umgebracht. Die uns verpfeifen wollte. Oder eigentlich niedergestreckt und dann ins Wasser geworfen. Genau, wir haben das mit dem Haitianer gemacht. Wir haben uns in das Voodoo-Geschäft da geschlichen. Und haben den Haitianer befragt. So, als nächstes müssen wir jetzt, den zugedrückten Mädchen befreien, wenn der mir nicht sofort wegnehmen würde, weil geradeaus ist normalerweise Vorrang. Wie dem auch sei. Das müssen wir jetzt Step by Step machen. Verbleibender Schaden. 15.000 müssen wir noch holen, so. Ach, da steht schon wieder ein Munitionsfallen. Gut, wir haben ja gut eben Munition geholt. So, ich werde mich jetzt hier parken. So. Hey. Was wolltest du? Mr. Laveau hat mir gesagt, dass du kommst. Die Mädchen sind oben. Sei vorsichtig. Mörds Leute sind hier überall. Mach, danke. Ja, genau. Das tun wir auf jeden Fall auch. Als erstes holen wir uns... Theresa Mailleux. So, jetzt brauche ich vor allem meine Treppe. Nach oben. Ich glaube, da... Ist ja richtig. Jetzt haben wir hier eine Waffe. Nö, brauchen wir nur einfach nur unsere. Wir hätten die Munition mal weglassen sollen. Kann ich die Waffe irgendwie wegstecken? So. Ne, das wollen wir nicht, Freund. Genau. Mit Steuerkreuz da oben. Okay. Weil wir wollen ja so gut wie wenig Aufsehen erregen. Was müssen wir denn heute... ja, genau. Was müssen wir heute machen? Das ist eine gute Frage. Mädels befreien. Was kostet's, wenn du dich auf mein Gesicht setzt, Kleine? Gar nichts. Ich kann ja auch ins Gesicht kacken oder furzen, wie auch immer. Eigentlich hat's ja jeder mal. Kann ich hier irgendwie was Geld mitnehmen? So, ein bisschen Kohle mitnehmen, das verringert aber den Schaden. Cool. Duck dich, Arschloch! Ich hab doch gar nichts getan! Ach, dieses Hin- und Hergerenne, das ist ohne Zielhilfe, das ist super, ey. Das hat sich ja voll gelohnt gerade. Ach man. Ich hab was ganz getan. Ich wollte ja den Laden durchsuchen, ganz einfach. Nur um sicher zu gehen, dass ich da bin. Und das ist noch eine Treppe. Jo. Das hat sich. Jedes Wochenende im Big Mouth eine verdammt scharfe Posaune. Ich hab $250 verloren, ja, vergier Kohle, ne? Ja, die sind natürlich jetzt voll auf uns fixiert. Runter, er ist bewaffnet, runter! Da ist wieder so ein Porträt oder was? Ja, genau, zweite. Machen wir das mal eben kurz so. Oh, Scheiße! Aus dem Weg! Ja, ist natürlich super. Ich nehme die Waffe mal weg. Ich fahre also rum und höre mir den alten Johnny an. Und plötzlich kommt da dieser Arsch und übernimmt den ganzen gottverdammten Sender. Jetzt muss ich mir Niggermusik anhören. Hippie-Musik.
Lauter solchen Scheiß. Du könntest es einfach ausschalten. Hä? Ich weiß, dass du hier bist, du Arsch. Ich bin dann mal hier drüben. Lauf! Gut, bam. Dein Kopf wird ein schöner Wandschmuck sein. Knöpf ihn dir von der anderen Seite vor. Voll in die Flasche, du Pisser. So. 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 Ja, so gut war's. Brutale, wenn die Gegner ausschalten und so gleich, dann kommt mit der Nebel-Teufel zu einer brutalen Überwältigung. Brutale Überwältigung halt den. Okay. So, die Frage ist. So, kriege ich den jetzt nicht irgendwie weg? Hier? Ich habe keine Kugeln mehr! Da oben! So. Nehmen wir die Munition mal weg. Oder die Waffe mal weg. Und holen uns erstmal die Kohle. Zack. Drei, dann fehlen uns noch 2900. Und wir haben vor allen Dingen mal Ruhe. Wo ist der hin, verdammt? Er muss hier sein. Ich mache hier drüben weiter. Das ist ganz übles LSD, Mann. Beschissen schlechter Stoff. Siehst du mein Gesicht? Wo ist denn mein verdammtes Gesicht? Offen, oder? So. Oh Gott. Die wollten. So. Genau, Notiz lesen. Notiz, ich lasse mich von diesem Laden nicht fertig machen. Tag nach dem anderen. Ich habe keine Zweifel, dass ich meine Familie wiedersehen werde. Okay. Sobald du hier raus bist, geh zu Cassandra ins Pierced Heart. Sie hilft dir. Okay, das war die erste. Ich gebe die Suche nicht auf. So, zweite Tür offen. Sag's weiter. Jede Frau, die Hilfe braucht, ist hart gehen. Danke, danke dir. Bitte, bitte. So, die letzte. Offen. Ist mir egal. Entschuldigung. Oh, so, Notiz lesen. Wenn ich das darf. Sag Charlie, es war eine gute Woche. Ronny hat zwar für etwa 5 Riesen verkauft. Jean hat etwa 7 Riesen reingebracht. Das sollte uns wirklich vom Arsch halten. Also. Du solltest sie alle töten. Jeden einzelnen. Gut. Von mir, so. So, jetzt muss ich noch die Kuh. Ah, da sind noch mehr Mädels. Hui, 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 hui. Da nehmen wir mal die Munition hier mit. Zack, haben wir sie mit. Für die Waffe gar nicht mal so schlecht. So, dann nehmen wir die Kohle hier mit.
So, zack, zack, zack. Uns fehlen noch 500.000. Dann hätten wir die kompletten Laden hier auseinandergenommen. Sehr gut. So, da müssen wir... Okay, da kommen wir nicht lang. Da ist auch noch ein... Da ist auch noch ein Gemälde. Warte mal, die Frage, wie komme ich da jetzt irgendwie so... Ja. Das ist eine ordentliche Stange Geld. 1500, nice. Und da ist das dritte von 44 Gemälden. Jetzt findest du noch ein einziges Gemälde in Derry Hollow. Also hier in dem Laden, quasi. Und dann hätten wir alle. So, uns fehlen natürlich noch Mehl. Das wollen wir natürlich... Die Frage ist, wie kriegen wir das jetzt hier raus? Okay, ich dachte, wir könnten jetzt hier ohne Probleme. Der Hosenscheiße. Hm? Ach, da ist tatsächlich noch einer. Über uns ist der. Oder? Langsam gehen uns die Leute aus. Ich dachte, hätten sie viel Geld oder so geholt. Achso, ich dachte, hätten sie. So, und zack. Okay. Die andere ist besser. Die hat vor allem mehr Munition. So, ich hätte gedacht, wir könnten jetzt irgendwie die. Warte mal. Die Frage ist. Da muss irgendwo noch Geld liegen. Weil hier bestimmt in dem Raum, ne? Ja. Guck, guck. So. Gibt es hier noch irgendwie eine Möglichkeit, weiter hochzukommen oder so? Oder weiter im Gebäude vorzugehen? Ich glaube, so viel haben wir nämlich nicht mehr. Warte mal. Waffenschrank. Achso, das ist Rede mit Donovan. Okay. Wir müssen also noch weiter in dem Laden hier ein bisschen rumsuchen. Okay, machen wir das doch. Ich glaube, Feinde dürfen wir eigentlich fast keine mehr haben. Ich glaube, wir müssten eigentlich fast alle weg haben und Feinden. Nur wir müssen jetzt gucken, dass wir die Kohle finden. Ich dachte, wir hätten noch ein Mädchen oder so gehabt, aber es scheint mal noch kein Mädchen da zu sein. Warte mal, die Kohle liegt oben. Oh, auf der Toilette. Da möchte ich auch gerne mal Geld finden. Das liegt unten, das liegt auch unten, okay. So, dann gehen wir hier Step by Step runter. Ich glaube, wie gesagt, viele Gegner dürfen eigentlich nicht mehr sein. 3150, das ist eine Weste. Und Munition. Zack. Nehmen wir alles mit, was wir brauchen. Warte mal, die Weste ziehe ich auf jeden Fall an. Schusssichere Weste halten, sehr gut. So, ich will die Kohle da irgendwo mitnehmen. Moment, wo liegt denn das Geld hier rum? Ja, schon wieder auf der Toilette. Zack, nehmen wir 250, damit fehlen es nur noch 2900. Was haben wir hier? Notiz lesen. Wir kommen hier nur raus, wenn wir Mädels zusammenhalten. Haltet euch, wir werden schon bald wieder zu Hause sein. Ja, dank uns dann, dank unserem Freund Lincoln Clay sind wir ja schon, oder sind die Mädels ja schon wieder zu Hause. So, ich hätte es gedacht, wir könnten den Laden komplett übernehmen.
Okay, hier schippt man eben eine Bierflasche durch die Gegend. Guck, der komplette Laden ist gerade ausgeräumt. Aber ich dachte, wir hätten noch mehr Geld oder so hier irgendwo liegen. So. Zack, zack, zack. Kriege ich irgendwas kaputt gemacht? Nö. Okay. Okay. Aber ich hätte es gedacht, spontan, dass wir noch den Laden übernehmen können. Haben die keine Kasse oder so? Scheinbar haben die keine Kasse hier. Irgendwo, warte mal, gibt es hier keine Karte? Na gut, das ist das. Ja gut, das habe ich ja soweit gemacht, aber ich versuche jetzt. Ich würde jetzt gerne natürlich noch weitermachen. Also hier kann's hier nicht den Laden ab. Warte mal, was ist denn das? Die Hufeisen dort auf der Ecke. Oder was das ein Hufeisen überhaupt ist. Mir auch aufgefallen. Das muss unten sein. Unten auf der Ecke. Warte mal. Hat das irgendwas zu bedeuten? Ernsthaft jetzt? Also wir haben, glaube ich, kein Geld mehr hier rumliegen, oder? Scheinbar. Okay, das ist natürlich uninteressant gerade. Ah, super Idee. Aber ich glaube. Hä? Achso, das ist jemand, der vor dem Eingang rumläuft. Sie haben mir die Mädels weggenommen. Was hat hier mit irgendwas zu tun? Das ist hier unten. Was ausgeholt, elektronische Bauteile gefunden. Vielleicht kannst du die mal gebrauchen. Das sind Bauteile. Elektronische Bauteile. Okay. Ja, wer weiß wofür. Gut zu wissen. Ja, uns fehlt tatsächlich immer noch 2900 Schaden, aber wie kriege ich die auf die Reihe? So, den habe ich ja. Okay. Schon mal weißes Fleisch gekostet, Baby? Ist ja nett, dass du irgendwen zurufst, aber da ist keiner mehr. Die sind alle raus, die Mädels. Sorry, ich habe den Laden gerade übernommen. Okay, kann ich irgendwie einen schießen? Ja. Komm, warte mal. Bist du halbblütig? Wir brauchen hier unten sofort einen Krankenwagen. Was ist der da? Wir müssen fliehen. Ich weiß von nichts. Ja, es ist übrigens nur ein Spiel. Nur so nebenbei gerade. Gut. Lass mich bitte nicht sterben. So, Gott sei Dank haben wir keine Zeugen. Das heißt, ich hau mal wieder Karab. Schade, ich konnte leider nicht ganz den Club übernehmen. Ich
hatte gehofft, dass wir tatsächlich mehr auf die Reihe bekommen. Aber die Frage ist, wie hätte ich das denn machen können? Wir haben ja alle zu kein Geld mitgenommen. Oh, das sind Haitianer. Das brauchen wir nicht. Wahrscheinlich zumindest. Oder irgendwas Verfeinertes, so. Genau, ich packe hier mal kurz ein. Warte mal. Doch, hier ist die Tür. Okay. So, den haben wir zumindest mal gemacht. Was für dich. Du bist so viel rumgerannt, dass ich dachte, ich mache dir das Leben ein bisschen leichter. Das ist nett. Zur Verstärkung rufen. Und ich habe dich immer für ein herzloses Arschloch gehalten. Daran scheiden sich die Geister. Übrigens, Miss Lancaster ist schon unterrichtet und kann loslegen. Ich kehre zur Stimme zurück. Gut zu wissen. So, Moment. Wo ist die Scheiße ausgegangen? Da. Verbündete anrufen. Du kannst jetzt deine Verbündeten mit Hilfe von Donovans Funkgerät ankontaktieren, oder? Das ist nett. Du brauchst dich nicht mehr zu warten, bis die Waffe in der Form selbst auftaucht. Du kannst bei ihm dafür beirufen, damit die Waffe und Ausrüstung. Auch das ist durchaus wichtig. Verbündete anrufen. L1 gedrückt, halt. Dann wählt Verbündete mit R aus. Okay, das ist immer gut. Ah, das ist wichtig. Okay, sehr gut. Danke für die Information. Das ist durchaus wichtig. Nochmal. Ich sehe mein Auto. So, dann machen wir uns mal auf zu der Stimme. Aber die Frage ist, kann ich den Laden... Ich hätte gedacht, wo könnte der Laden jetzt irgendwie übernehmen? Aber irgendwie dann doch nicht. So, dann gehen wir mal zur Stimme. Ja, egal. Oh, das ist wieder so ein elektronisches Bauteil. Oder spontan würde ich sagen, ein Hufeisen. Nehmen wir das Ding mit. So, zack, 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 das nehmen wir mit. Wer weiß, wofür es gut ist. Ja. Halt. Lincoln, du bist ein erfreulicher Anblick. Die Mädels sind frei. Alter, das war die Hölle auf Erden. Ach, was? Tut richtig weh, wenn man sieht, was diese scheiß Hinterwäldler treiben. Sobald ich diesen Jackson in die Finger kriege, ist das Ding gelaufen. Merle hat dem ganzen Hollow Zuhälter. Er setzt drauf, dass die seine Verluste wieder reinholen. Wenn du die umlegst, wird er im Club aufkreuzen. Sehr gut. Komm zurück, wenn du mit denen fertig bist. Ich kann dir bestätigen, dass Merle drüben im Club ist. Gut. Spüre Dixie-Patrouillen auf und erledige sie. Das ist immer gut. So. Du hast neue Ausschuss. Na gut. Das sind mehrere Ziele zur Auswahl. Will der Einsatzziel über die Karte oder die Zielanzeige aus? Okay, das wissen wir auch. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir hier ein bisschen was an, ne? Dass wir hier ein bisschen was finden. Wir müssen immer noch 2900 Schaden machen. Ah, die Totenköpfe da. Das sind die Ziele, oder was? Das ist gut zu wissen. Dann holen wir den als erstes. Der hat auch Kohle dabei. Sehr gut. Der hat keine nicht nur Kohle. Wo ist denn da hin? Das Haus hier? Gute Nacht. Ich sollte mal weggehen. Vor mir kannst du dich nicht verstecken, Kleiner. So. Und die Bullen
Aua. Scheiße, 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 scheiße. Irgendwelche letzten Worte, Stronzo? Ja. Was? So. Und damit haben wir das erledigt. So. Keine Annahmen mehr. Sobald du genug Schaden angerichtet hast, um den Gewinn eines illegalen Geschäfts auf Null zu senken, geh entweder zu deiner Kontaktliste und frag sie, wie du den Boss erwischen kannst, oder erledige erst noch weitere Ziele. Das heißt, wir gehen zurück zur Stimme. Du hast mehr des Prostitutionsgeschäfte gestört und ihnen vorgelagt. Besuche die Stimme dort, bekommst du Informationen, wie du mehr erledigen und deine Geschäfte übernehmen kannst. Gut, das machen wir doch auch direkt. Oh, der hat's auf uns aufgesehen. Die wollen jetzt alle auf der. Alter, wo wohnt der Typ? So mitten im. Der wurde ja vermittelt im Feindesgebiet. Gut, dann haben wir das erledigt. Dann haben wir das mit der Stimme jetzt noch. Hörst du auch gut auf dich auf? Ja, vor allen Dingen habe ich die Tinks geholt. Ja, rede mit der Stimme an dem Papp. Er hat sich drüben in Perlers Laden verschanzt. Abgehört, er ist stinksauer. Die Fresse von dem Arschloch würde ich ja jetzt zu gern sehen. Nur, dass wir uns verstehen. Sobald ich da drin bin, mache ich jeden Motherfucker platt, der mir über den Weg läuft. Den Schwein weint keiner eine Träne nach. Tu, was du für das Beste hältst. Gut. Wir sehen uns, Levon. So, dann holen wir uns den Typ mit. Ich brauche ein Auto. Oh, wo wir nimmt eins, komm. So, Radio brauchen wir eh nicht. Erledige Merle Jackson. Oder Merle. Merle. Ich war echt krass, dass jedes Mal wieder heißt, der Typ. Oder wieder sein Name ausgesprochen wird. Wobei der wahrscheinlich nicht irgendwo unbewacht hier rumrennt. Verbindet dann auf die ganze Verbindung. Okay, das ist, wissen wir ja, wie es mittlerweile läuft. Hoch oder was? Ich muss in Deckung gehen. Hat ihm irgendjemand das Licht ausgepustet? Geh da rüber und sieh nach, was ich geb die Suche. Verdammt, er ist weg! Die verdammte Schwuchtel ist abgehauen. Das glaubst aber auch nur du. Gut. Ich brauche meine Waffe. Die da. Ich würde den Typen jetzt gerne mal holen mir. Aber die Frage ist, wie krieg ich denn jetzt?
Ja, ich scheint ja so da oben zu sein, irgendwo. Jemand greift uns an! Er schwirrt hier rum, irgendwo. Der wird hier nicht so einfach rausmarschieren. Gute Nacht. Die Frage ist, wie komme ich denn da hoch? Also rein theoretisch, ja, wer... Ich komme da nicht hoch, ne? Oder gibt es da keine Möglichkeit irgendwie? Da oben, Leute. Ach, jetzt weiter. Das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Das dauert uns zu lange. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play. Bei Let's Play Mafia 3. Tschüss.